Willkommen zu einer neuen Folge XCOM Files. Wir haben eine neue Mission und zwar Luwus Versteck. Das war mal wieder ein Kampf, überhaupt nur erst zur Mission zu kommen, aber deswegen habe ich das offscreen gemacht und ja. Wir lesen uns die Missionsbeschreibung durch. Eine gemeinsame Anstrengung unserer Informationsdienstes und Interpols hat uns endlich erlaubt, die geheime Zuflucht des Meisters Lu Wu zu finden. Mentor der schwarzen Lotus-Assassinen. Oh shit. Er muss gefangen oder erledigt werden. Seien Sie wachsam, er ist verschlagen und von seinen Schülern umgeben. Um die Mission abzubrechen, bla bla bla. Okay. Ja. Assassinen. Wir haben eine sehr gute Truppe, die aus Indonesien, die relativ wenig Verluste erfahren hat. Das muss aber nichts heißen. Ich denke, wir werden... Es müsste Tag sein, ich hoffe es. Ich hoffe, ich habe keinen Mist gebaut. Wir werden relativ viel... Okay, das ist die richtige Munition. Relativ viel Shotguns hier mitnehmen, denke ich. Das Ding ist nicht gut genug. Ich denke, es ist besser, wenn wir ein Black Ops Sturmgewehr mitnehmen. Das ist so ein bisschen... Erfüllt den ähnlichen Zweck wie die P90, aber macht einfach ein bisschen mehr Schaden. Die P90 macht zu wenig Schaden. Also es wird hier relativ viele Assassinen haben, würde ich vermuten. So, dann machen wir zwei Sturmgewehre. Und du bekommst auch noch eine Granate. Wenn ich sie denn finde. So, hier bitteschön. Wie viele Shotguns haben wir? Zwei. Ich denke, zwei sind genug. Das ist jetzt die Frage, ob wir irgendwie sowas wie eine leichte Minigun noch mitnehmen wollen. Ich meine, die kann man ja dann auswechseln, wenn... Ich sag mal, wenn das Startgebiet gesichert ist. So, du triffst auch sehr gut. Wie eigentlich alle. Normales Black Ops Gewehr. Ist wahrscheinlich die beste Wahl. So, dann haben wir Savo mit dem LMG. Nur ein Sniper ist ein bisschen wenig. Okay, weißt du was? Wir machen das anders. Du wirst Sniper. Du hast 91. Finde ich die Sniper-Rifle? Hier. Ganz am Anfang, komischerweise. Okay, dann kommst du das. Das kann weg. Und du kriegst das... Die Minigun. So, das passt. Und du das leichte Maschinengewehr und noch ein zweites davon. Du kannst auch noch ein bisschen mehr tragen. Bitteschön. So, ich hoffe, das passt. Wie gesagt, wir haben keinen dabei, der unter 60 ist von der Schussgenauigkeit. Viele über 70. Und... Wir werden sehen. Ich gehe jetzt auf Risiko und gehe raus. In der Regel ist Schwarzer Lotus, haben viele entweder nur eine kleine Pistole dabei oder gar keinen Fernkampf, bis auf die größeren. Und wir brauchen Zug, bevor die Granaten kommen, denke ich. Okay, spannend. Wir sehen gar nichts. Das könnte jetzt natürlich darauf hindeuten, dass es einfach voller Assassinen ist. Das wäre so ein bisschen doof. Aber stellen uns mal so ein bisschen auf. So, Sniper hinten.
Hier sind auf jeden Fall Gegner. Die Minigun. Vorne. Das LMG. Auch eher vorne. Und der zweite Sniper. Hier hinten. Das sind auf jeden Fall viele Leute. Na, es müssen nicht super viele sein, aber es rein von der Weile, wie lange der gegnerische Zug dauert, würde ich vermuten, es sind doch einige. Okay, schieß mal. Wow, das war sogar ein Treffer. Ich hätte nicht gedacht, dass du den triffst. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, Minigun vorne. Passt. LMG dahinter. Shotgun. Auch daneben. So. Da. Und die Sniper. Ziehen wir hinten nach. Okay, ich glaube, wir stehen nicht so verkehrt. Ihr könntet vielleicht in die Richtung gucken, für den Fall, dass von da einer kommt. Dass ihr nicht von der Seite erwischt werdet. Okay. Es ist verdächtig ruhig. Ich will mich nicht zu weit separieren, obwohl es jetzt Granaten kommen könnten. Weil, wenn das der Meister der Assassinen ist, dann habe ich das Gefühl, wird hier die ganze Mission voller Assassinen sein. Haben wir irgendwas, was wir... Wir bräuchten irgendwie sowas wie... Tretminen. Wir müssen die Annäherungsgranaten erforschen. Oder, ich glaube, es gibt auch Landminen. Aber vielleicht müssen sie da direkt darauf treten, damit das was wird. Ich glaube, du gehst hier hin. Okay. Ja, das erste. Da ist der erste. Okay. Das Messer kam aus der Richtung. Okay, wir haben ihn. Herzlichen Glückwunsch. Der erste ist platt. Es wird wahrscheinlich nicht ohne Verluste gehen, wenn tatsächlich alles voller Assassinen ist. Wir wissen auch nicht, wie viele Gegner es gesamthaft sind. Ich vermute, es wird eher wenig bis keine Granaten dann haben. Okay. Damn it. Ah, jetzt kommen sie. Ah, das war ein One-Shot. Kam auch aus der Richtung. Shoot, wo ist er? Okay, du bist ein bisschen zu nah rangegangen. Really? Oh, das ist beschissen. Das ist unfair. Wow. Ah, oh, das war fies, dass der noch einen Reaction Fire da hatte. Okay, wir müssen uns wieder ein bisschen kompakter zusammenstellen. Wir haben bereits zwei Leute verloren, das ist schlecht.
Ich weiß nicht, ob wir hier bei den Bäumen stehen sollten. Okay, was? Okay, das ist der Knilch. Aber hier war irgendwo noch einer. Okay. Warum halten die so viel aus? Ja, idealerweise hätten wir den lebendig. Wir haben nicht wirklich was zum Stun dabei. Egal. Okay, der wäre weg. Lass uns wieder ein bisschen zusammenstehen. Du bist unser wichtigster Mann. Du darfst nicht sterben. Ist Savo tot? Nee, Savo ist nicht tot. Okay. Und Glück gehabt. Aber es sind noch mehr. Ah! Wo? Ja, das gibt's doch nicht. Okay, da waren wir ein bisschen voreilig. Du hast eine Wunde. Das geht. Sind zu viele Assassinen hier, definitiv. Ja, drei sind von uns gestorben. Eine mit vollen HP vorne. Okay. Damn it! Muss echt ganz nah ran. Ich wollte gerade sagen, du wirst mir aber nicht sagen, dass du den nicht platt kriegst. Die Sniper sind nicht wirklich hilfreich hier. Schnappt ihr das da. Und einmal Munition. So. Okay, es ist wahrscheinlich nur noch einer. Es ist wahrscheinlich nur noch einer. Ich habe eine Idee. Kommen wir hier raus? Wir könnten versuchen, auf den Hügel zu gehen. Vielleicht ist es auch dumm. So, alle hier hoch. Wir können, glaube ich, ruhig zusammenstehen. Meine Nerven, Leute, ich sag's euch.
Königreich für einen Battlescanner. Wo ist er? Dürfte echt nur noch einer sein. Kurz ausschwärmen, wieder zurück. In alle Richtungen. Ich vermute mal, er sieht uns auch nicht. Okay. Immer kurz gucken, wieder zurück. Ich weiß nicht, ob das eine gute Strategie ist, aber mir fällt nichts Besseres ein. Nope, wieder zurück. Eieiei. Bisschen umschauen immer. Das hilft auch. Vielleicht sind es auch noch zwei. Aber ich glaube eher nicht. Wo bist du? Sollten wir vielleicht sogar hier drüben hingehen? Vielleicht wäre das ein besserer Ort. Okay, lass uns verschieben. Lass uns verschieben. Noch einer oder zwei Assassinen übrig. So, dann du da. Okay. Und jetzt warten, bis Alien Cheat Mode aktiviert ist. Oder aktiviert wird. Oder unser Cheat Mode, besser gesagt. Dürfte vielleicht bei Runde 30? Nein? Immer noch nicht. Ach komm schon. Das kann nur so nicht weitergehen. Ein Einzelner war dabei, der irgendwie nicht gestealtht war. Keine Ahnung warum. Okay. Wir machen kurz einen Cut und sehen uns gleich wieder. Oh, es hat sich was getan. Es ist ein Messer hier hingeflogen. Das heißt, da ist er. Der Bastard. Gib ihm. Okay. Huh. Das war eine super schwierige Mission. 8 Assassinen. Wir haben 4 Leute verloren. Und ein paar waren relativ gut. Nein, eigentlich waren alle ziemlich gut. Waren alle schon länger auch mit dabei. Aber zumindest Savo und Francisco haben überlebt. Das sind die besten beiden.
Luwus geheime Schriftrolle. Uraltes Katana. Oh. Ein uraltes Katana. Wow. Und die Schriftrolle. Okay, ich hoffe, das bringt uns irgendwas. Ja, RIP. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns 4 neue Leute als Ersatz. Lasst uns ein Heavy und ein Scout kaufen. Du kannst zum Stützpunkt zurück. Puh. Das war eine sehr nervenaufreibende Mission. Aber glücklicherweise haben wir hier wirklich sehr viele gute Leute. So, dass das nicht... Ach, warum haben wir einen Positionsmarkierer gekauft? Dann haben wir das UAC-Gewehr. Das UAC-Gewehr feuert 3 Patronen in dichter Folge, was für sehr kontrollierte Feuerstöße sorgt. Wie alle UAC-Ausrüstung funktioniert es im Weltraum. Warum sollte... Es spielt doch keine Rolle, ob es im Weltraum funktioniert. Okay, also der Aimshot ist weniger genau, aber genauer als der vom Sturmgewehr. Ich denke, das wird unsere neue Standardwaffe. Snapshot... sind 5. Wir können 4 Snapshots machen, mal 3 sind. Das ist unglaublich viel. Ne? Kurz gucken wegen der Reichweite. 30 ist okay. 30 ist voll okay. Her damit. Will ich haben. So, ballistische Westen. Wie sieht's mit den Punkten aus? Immer noch grottig. Ja, minus 1000. Das wird definitiv schlechter als minus 500 sein, leider. Okay, warten, bis die Leute noch ankommen. Ja, das ist ziemlich mies. Der Rat ist, wir müssen folglich nicht zufrieden. Wir müssen effektiver handeln. Und hat entschieden, die finanzielle Beteiligung zu reduzieren. Okay, nicht einzustellen, aber zu reduzieren. Nun gut, tja. Ich weiß nicht, warum die so zufrieden sind. China wahrscheinlich, weil es unzufrieden, weil da die ganze Zeit irgendwelche Missionen aufpoppen. Und wir machen zumindest ein bisschen mehr Plus, als wir ausgeben. Von dem her, das ist nicht so schlecht. Aber ja, der nächste Monat muss über minus 500 sein, ansonsten ist es Game Over. Tja. Nun gut, meine Lieben. Ich denke, wir machen eine kürzere Episode hier. Es war eine interessante Mission und hier ist schon wieder ein UFO, das uns Punkte kostet, leider. Mittelgroß. Ich glaube, die landen auch nicht. Nun gut, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.